Servus und Habidere, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. In Vintage Story klopfen uns hier noch ein paar Sachen hoch. Etwas aufräumen. Jo, genau. So, ich baue jetzt einfach noch ein bisschen weiter und dann, jo. Dann werden wir sehen, was wir noch so schaffen. Bin gleich wieder zurück. Naja, oh, da kann man auch ein bisschen rumbauen. Action. So, sind wir wieder zurück. Ich habe ein bisschen was verbaut, wie man so ein bisschen im Schnelldurchlauf sehen hat können. Ich habe hinten auch noch mal ein Stück weiter die Felder weitergebaut. Jetzt ist die Frage, baue ich hier jetzt oder fange ich hier an zu bauen und lege die Felder an? Oder wie man es am geschicktesten dann auch macht. Ich würde jetzt hier noch mal rausreißen ein Stück und würde dann so Wegchen anlegen, so wie ich es mir eigentlich vorstelle. Das Ganze hier von unserem Haupteingang aus dann weg mit diesem Granitkies. So, eine Kies, Schotter, ein Schotterweg im Endeffekt. Und dann mal gucken, wie es dann so weitergeht. Also im Moment würde ich es fast machen, dass wir hier einfach nach vorne gehen und hier dann auch geradeaus rüber. Ich möchte dann irgend so eine Brücke machen oder irgendwie sowas mit einem Tor. Das werden wir aber dann sehen, wie wir das am schönsten hinkriegen. Dazu buddel ich jetzt hier noch ein bisschen rum. Zwar würde ich fast sagen, ich hau hier jetzt einfach mal geradeaus durch. Und dann würde ich auch unsere Dinge dann in der mittleren Erde einfach mal ansehen. Noch eine Gießkanne organisieren. Also genau hier so geradeaus raus. So, genau. Das wäre jetzt mal fürs erste, der erste Weg. Vielleicht machen wir den auch drei breit. Mal gucken. Je nachdem, wie man es am geschicktesten dann setzen kann. Hier mit einer Treppe, einer kleinen und einer Tür. Genau. Und dann würde ich natürlich schauen, dass wir hier einen Zaun oder eine Mauer oder irgendwas aufbauen. Genauso hier nach vorne. Und dann von hier aus zwei frei. Also zweimal Beet, einmal Wasser, eins, zwei Beet und dann wieder hier in der mittleren Fruchtbarkeit nach vorne gehen und den Weg zimmern, also hier dann im Endeffekt nach vorne und nach hinten. So ist die Idee. Genau. So. Also hier dann auch. Als Weglein nennen wir es mal so hier entlang und dann auch hier ganz entlang nach vorne. Dazu werden wir hier hinten nochmal eine Reihe auffüllen müssen, aber die kriegen wir jetzt hier relativ gut raus. So. Genau. So. Da. Ah ja, genau, wir könnten mal das Fleisch verfuttern, weil das. Zack, gut. Dann nehmen wir hier mal die Erde. Okay, da liegt ein Hase. Ja, sei es drum. So. Dann hier wieder hoch. Wir haben ja noch mittlere Erde. Ich würde es einfach hier verballern. Genau. So. Zack.
Ja, genau so in etwa stelle ich mir das vor. Und da müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar so Dinge anbauen, dass das passt. So. Muss ich da nicht runterfallen. Ach, es geht wieder. Lichte, so. Sehr schön. 1, 2. Dann kommt hier der. Stopp. 1, 2. Hier das Loch rein für unser Bewässerungssystem. Dann wieder 2. Dann machen wir hier einen Weg. Genau. Dann hat man hier mal das erste Beet angelegt. Sehr schön. So. Dann wieder 2 frei. Hier wieder 2 und hier dann ein Löchlein für unseren. Wieder 2 frei. Und hier wieder Granitkies rein. So, sehr schön. Gut. Wir futtern wieder. Na komm, eins noch. So in etwa stelle ich mir das dann vor. Dann hatten wir hier 2 Beete für Gemüse. Das gleiche dann auch hier. Hier kommt dann halt, es geht so viel schneller. Hier kommt wieder ein Ding rein. Und hier klopfen wir wieder die Erde raus. So. Genau. Jetzt geht uns dann auch der Granit aus, aber den haben wir ja da unten noch ein bisschen rumliegen. Und zur Not holen wir uns dann da hinten noch was. So, der Hase hier, der liegt immer noch rum. Vielleicht kann man den sogar ernten, weil jetzt der verreckt. Nee, 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 nee. Okay. Hätte ja sein können. So. Gut. Dann. Sieht das jetzt hier mal gar nicht so schlecht aus. Ab. Dann kann man dann da auch mal mit der Harke rundum gehen. Aber zuerst brauchen wir natürlich einen Eimer. Dazu brauchen wir Dinkel. Wir haben jetzt, wie spät ist es denn? 4 Uhr nachmittags. Ich würde jetzt schauen, dass wir noch was irgendwas zum Essen organisieren. Wir haben nämlich fast nichts mehr zu essen. Das heißt, wir suchen uns noch ein paar Pilze. Die sind eigentlich hier vorne ganz gut zu finden. Steine. Da sind welche hier. Sehr gut. Ich weiß halt noch nicht, für was ich diese Fliegenpilze brauche. Klonk, einmal. Zweimal. Gut. Ich sammle hier ein paar Pilze. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich werde dann noch mal was zum Essen aufsetzen. So, ich habe mir gedacht gehabt, ich schaue hier mal vorbei beim, wie heißt er denn? Wooden Fansgate. Aha. Beim Ex. Aha. Hallo, mein Gutster. Was hast du denn Schönes? Ein Dinkelbrot. Ah ja. Lachsbrot kann man eben verkaufen. Federn kann man eben auch verkaufen für Zahnräder. Was, ui, was ist denn das? Pelzmantel. Niehohe Stiefel, Fellstiefel, okay, anscheinend wird es dann schwarz-bronzene Axt. Oh. Okay, was kostet der Spaß?
Ja. Schön, 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 schön. Tja, es hilft nicht. Ich kann dir leider nichts abkaufen. Ich habe keine Zahnräder. Aber egal, ich habe hier noch ein bisschen Granit, das ich mitnehme. Da ich ja gucken möchte wegen Cobblestone. Cobblestone. Kabel, Kabel, Cobblestone. So. Ah ja, hier ist wieder eine Höhle. Da geht es auch richtig tief rein, oder? Ja, alles zu seiner Zeit, hat er gesagt. Alles zu seiner Zeit. So. Gut. Ah ja, sehr schön. Hier nehmen wir noch mal Pilze mit. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt hier unten. Okay, wir müssen dann auf jeden Fall wieder zurück. Auf jeden Fall mal ein ganz schönes Stück. Aber wir haben hier jetzt auf jeden Fall noch was zu essen gefunden. Das sammeln wir auf jeden Fall ein. Und wir werden uns dann mal angucken, ob wir nicht sogar die Drifter klopfen. Das ist echt gar nicht so schlecht, wenn wir dort irgendwas rauskriegen aus denen. Mich würde interessieren, was die haben, außer diesen komischen Spawn-Point, den sie da jetzt hatten. Ah, hier sind noch welche. Einmal. Zweimal. Naja, oh, sehr schön. Richtig viel. Fürs erste reicht es mal. Oh, das Kupfer. Hier ist Kupfer. Wo sind wir denn hier auf der Map? Ich bin jetzt hier an dem See. Wir bauen uns mit mittlerer Erde einen Stift hier hin. Wir müssten fast halt hier. Zack, 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 zack. Irgendeine Markierung. Ach komm. Irgendeine Markierung. Und jetzt springen wir mal noch ein Stück. Da rein. Ui. Naja, man hätte wegspringen sollen. Egal. Sehr schön. Jetzt habe ich natürlich hier Kupfer gefunden und habe wahrscheinlich kein. Doch, hier macht Platz. Zack, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Zack, zack. Ebenfalls noch Kupfer einpacken. Hier noch Kupfer einpacken. Das ist kein Kupfer, aber das nehmen wir mit. Hier haben wir noch Kupfer. Okay. Ding raus und wir klopfen ein wenig. Kurz gucken, vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Kupfer, aber dann müssten wir fast umdrehen. Mal noch ein paar Drifter klopfen.
Okay, also hier haben wir gerade nichts gefunden, aber egal. Wir gehen jetzt mal zurück, nehmen unser Schwert mit und gucken wir mal, vielleicht finden wir den einen oder anderen Drifter. Oh, das ist ja fast ein Cent wert. Zack. So. Och, da wächst ja auch Champignons. Aber ich bin jetzt wirklich. Nee, voll bin ich noch nicht. Ja, komm. Wäre ja schade, wenn man die verderben lässt. Gut. Dann, jetzt machen wir mal auf die Map, gucken, ob ich noch richtig unterwegs bin. Nee, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Ich muss hier lang. Guck an. Okay, jetzt immer der Nase nach. Da war der Händler. Ah, sehr schön. Wir gehen einfach am Wasser entlang. Hier ist der Strand oder so. Ah. Ich weiß. Katastrophe. Da werden wir einmal normal laufen und dann sowas. Ich kann doch auch nicht anders. So. Da willst du. Wow. Das ist nicht schön. So. Bin ich schon noch richtig? Tada, hier sind wir zu Hause. Sehr schön. Top. So. Und weil es so schön war, würde ich jetzt fast noch eine Runde kochen. Genau. Gut. Wir können. Cooking Pot. Ah ja, habe ich den aus Versehen hier rübergezogen. Wir können eigentlich so richtig, richtig aufkochen. Aber voll, sowas von. Deftiger Wiesen-Champignon Steinpilz. Ein Topf her. Sehr schön. Okay. So, da wir jetzt hier einen Haufen Drifter haben, kochen wir jetzt mal. Dann würde ich fast sagen, wenn das hier kocht, das würde ich wegräumen. Und ich muss auf jeden Fall hier die Drifter klopfen. Vielleicht ist ja dann irgendwas drin in diesen Dingern. So, zack, zack, zack. Ignite. Sehr schön, dann kann es hier kochen. Und wir gucken mal um die Drifter dann. Das tue ich aber erst noch ausräumen. Jetzt räumen wir erst noch aus. Und zwar nicht hier, hier. Das da und das da. Gut. So, Freunde der Sonne. Wo seid ihr denn? Noch irgendwo hier. Ja. So.
Hier kriege ich auf jeden Fall mal so komische. Okay, der hat nichts. So, der eine ist hier abgehangen. Da ist ein Hase gewesen. Hallo, Drifter. Ja, genau. Komm her, komm, schön zu Papa. Ich brauche 4 von diesen komischen Dingern. Sehr schön. Also die haben diese Flachsfasern. So, ist hier noch einer von denen? Hallo, Drifter, du wieder, wie du? Kein Drifter. Dann würde ich es fast darauf ankommen lassen, dass ich jetzt noch eine Runde schlafe. Aber egal. Wir haben jetzt. Naja, war aber 4 für den Eimer, oder? Flachs. Schon 4 Stücke mal. 4. 4. Da ist der Eimer, genau. Okay. Jo, der ist fertig. Sehr schön. Dann packe ich jetzt mal das Kupfer weg. Ach Gott, ich habe null Platz. Das ist doch da. Ach hier. Da ist ja noch ein Granitkies drin. Die Erde können wir dann gleich wieder verbauen. Aber wir packen das und das dann mal da rein. Dann gucken wir mal weiter. Dann nehmen wir uns den ein. Jetzt gibt es einen Topf. Lecker, einen Topf. Jawohl. Sehr schön. Super. Gut. Und dann legen wir uns eine Runde hin. Und jo. Beziehungsweise. Doch, es ist 12 Uhr. Wir legen uns eine Runde hin. Gucken dann morgen in der Früh, was wir weitermachen. Dann wäre ich jetzt für die Runde raus. Ich wünsche euch was. Euer Bitfuchs.